Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, schaut sich vielleicht erstmal diese wunderschönen Farben an, dieses leuchtende Grün und im Hintergrund der blaue Himmel. Ist es nicht fantastisch? Ich bin heute wieder mal auf Erkundungstour, ja, und ich schaue mir heute wieder mal ein neues Habitat an, das ich bisher noch nicht besucht habe. Liegt wieder direkt am Inn, also ist ein Auwald mit dem, ja, mit einem sehr bunten Baumbestand von Birke über Ahorn, über Esche. Gibt es hier so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Ja, und dementsprechend bin ich mal gespannt, was sich hier so an Arten zeigt. Würde mich wieder freuen, wenn es mich begleitet. Und dann schauen wir mal, was sich so vor die Kamera traut. Ja, und da klappt es auch schon mit dem ersten Fund. Leider in Anführungszeichen nichts Morkliges. Dafür aber eine Art, die wir bisher im Pilzjahr 2022 noch gar nicht hatten. Und zwar ist es der schuppige Porling oder auch der schuppige Stielporling. Ja, und das ist bei uns eigentlich so ein typischer Auwald- und Frühlingspilz, den man eigentlich im Mai regelmäßig, ja, fast überall finden kann bei uns. Dieses Jahr ist der aber allerdings bisher noch gar nicht aufgetaucht. Also der ist erstens schon mal spät dran und zweitens eigentlich, ja, relativ selten. Das gleiche trifft auch auf die Maiporlinge zu. Die gibt es bei uns teilweise schon, ja, Anfang April, Mitte April, in der Regel spätestens. Ja, und dieses Jahr noch überhaupt nicht. Und jetzt haben wir wenigstens hier den schuppigen Stielporling. Ja, ich habe den jetzt mal rausgenommen und wenn wir uns den jetzt ein bisschen im Detail anschauen, dann fällt als erstes dieser Farbunterschied zwischen dem Bereich mit den Poren und dem Fleisch auf. Also das Fleisch ist wirklich, ja, fast schon rein weißlich gefärbt und die Poren eher so cremeweißlich, ja, fast schon hellbräunlich. Und woran man jetzt auch erkennt, dass es ein relativ junges Exemplar ist, das sind ebenfalls die Poren. Da sieht man schon, die sind hier ganz, ganz fein und hier unten so fein, dass man sie kaum erkennt. Und das ändert sich dann auch mit zunehmendem Alter. Da werden die deutlich grobporiger. Ja, und was auch so ein bisschen besonders ist, das ist der Geruch. Den kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Der ist so ein bisschen mehlig, süßlich. Ein bisschen erinnert es mich sogar an, ja, ich hatte heute Morgen zum Frühstück eine Pfirsichmarmelade. Also da erinnert mich das gerade sehr, sehr stark dran. Und das ist auch so eine Besonderheit von der Art, dass die diesen, ja, intensiven, besonderen, wenig an Pilze erinnernden Geruch besitzt. Ja, und eine weitere Besonderheit von der Art ist die Größe, die die erreichen kann. Also ich nehme den Fund jetzt mal kurz in die Hand, damit wir die Größe ein bisschen einschätzen können. Das hier ist wirklich noch ein sehr, sehr junges, kleines Exemplar. Und die können wirklich enorme Ausmaße erreichen. Also ich kann mich da an den Fund, ich glaube, das war letztes Jahr, erinnern. Also der hatte fast einen halben Meter Durchmesser. Ich blende euch jetzt vielleicht einfach mal den Fund von damals ein. Die können wirklich gigantisch, gigantisch groß werden. Ja, also manchmal glaube ich, diese Speisemorcheln wollen von uns gefunden werden. Wenn man sich das mal anschaut, hier geht so ein Trampelpfad entlang. Da vorne ist dann direkt der Inn. Ja, wenn ich hier ein bisschen rüberschwenke, stehen hier zwei wunderbare Speisemorcheln direkt am Wegesrand. Fantastisch. Ja, und vom schuppigen Stielporling bis zu den beiden Speisemorcheln hat es jetzt wirklich nicht lange gedauert. Das waren vielleicht 3-4 Minuten. Ja, und das ist genau das, was ich mir heute erhofft habe. Ein paar wunderschöne gelbe und vielleicht auch andersfarbige Speisemorcheln. So kann es hoffentlich weitergehen. Ja, und hier haben wir jetzt gleich die nächste Wegesrandmorchel. Wenn man hier schaut, hier geht der Weg entlang. Und hier ist eine wunderschöne Speisemorchel. Ja, man kann da nur sagen, Augen auf am Wegesrand. Überall, wo eine Esche steht und ja, gerade hier am Wegesrand, wo vielleicht nicht ganz so viel Gestrüpp ist, tut man sich auch beim Finden von den Speisemorcheln dann, denke ich, ein bisschen leichter. Also die nehmen wir auf alle Fälle mit. Schaut die nicht fantastisch aus?
Ja, und ich glaube, ich habe euch das schon mal erklärt. Wenn ihr Murcheln finden wollt, geht's in den Auwald und schaut, wo so kleine Trampelpfade ins Dickicht führen. Ja, und wo dann im Hintergrund schon ein bisschen die Eschen zu sehen sind. Die Eschen sind ja relativ hoch, die kann man dann schon relativ gut erkennen. Ja, und auch hier, ich weiß nicht, ob man es im Video gut erkennt, geht hier so ein kleiner Trampelpfad entlang und hier stehen Eschen. Ja, und wie es halt immer so ist, wenn man sowas findet und schaut dann ein bisschen genauer, ja, dann sehe ich davor, habe ich da vorne diese erste Murchel gesehen und wollte dann hier drum rumgehen. Ja, und jetzt schaut mal, wo ich fast drauf getreten bin. Wahnsinn! Schaut es nicht fantastisch aus? Ich meine, wir können ja die jetzt, die wir auf den ersten Blick sehen, ja mal durchzählen. Das ist da vorne die eine, zwei, drei, vier, fünf und die sechste hier vorne. Ja, und ich bin mir sicher, wenn ich mir das hier jetzt nochmal genauer anschaue, da wird noch die ein oder andere ausspringen. Da vorne ist schon die nächste Esche. Also ich denke mal, hier haben wir einen ganz, ganz tollen Spot gefunden. Ja, wo es nicht bei Einzelfunden bleiben wird, wie man hier sieht. Absolut genial. Ja, und es ist, wie ich gesagt habe, wenn man ein bisschen rumgeht, findet man da immer mehr Speisemorcheln. Hier ist diese vermeintlich einzeln stehende Speisemorchel. Ja, und wenn ich jetzt hier rüber gehe, haben wir da eine Babyspeisemorchel. Ja, und hier scheint auch schon jemand unterwegs gewesen zu sein, denn da ist eine Speisemorchel abgeschnitten. Hier vorne ist eine Speisemorchel abgeschnitten. Ja, und hier drüben ist tatsächlich nochmal ein größeres Exemplar. Ja, und die werden wir im Gegensatz zu den anderen, die wir jetzt gerade gefilmt haben, mitnehmen und die anderen dürfen zum Aussporen stehen bleiben. Leute, ich bin gerade auf was gestoßen, sowas habe ich noch nie gesehen. Schaut euch mal diese riesigen Morchelbecherlinge an. Ja, Wahnsinn! Ja, hier haben wir jetzt leider wahrscheinlich ein Ameisennest gestört. Ich habe da ein bisschen das Gestrüpp weggemacht. Aber schaut euch die mal an. Ich halte mal meine Hand daneben. Die sind größer als meine Hand. Ja, und es ist nicht nur so, dass hier drei große Morchelbecherlinge sind. Ich nehme euch jetzt mal mit. Ich habe noch gar nicht so richtig geguckt. Aber hier überall Morchelbecherlinge. Da vorne drunter sehe ich einen. Ich weiß nicht, ob man so ein Video erkennen kann. Ja, und jetzt passt es mal auf. Hier auch alles voll mit Morchelbecherlingen. Hier drunter ist einer. Schaut euch das mal an. Ja, hier vorne sowieso alles voll mit Morchelbecherlingen. Ja, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also ich kenne zwar ein, zwei Habitate, wo es die Morchelbecherlinge regelmäßig gibt, aber weder in der Anzahl noch in der Größe. Und die muss man höllisch aufpassen, weil die sind hier überall. Schaut euch das mal an. Also wenn das nicht Wahnsinn ist, aber schaut mal da vorne. Das ist ja gigantisch. Das sind ja Hunderte. Da vorne leuchtet es auch schon wieder braun raus. Ja, und jetzt gehe ich hier mal weiter, weil ich wollte euch eigentlich nochmal so große zeigen. Hier drunter schaut euch das an. Wahnsinn, das ist ja, das hört gar nicht mehr auf. Die habe ich vorher beim in die andere Richtung gehen gar nicht gesehen. Ja, aber jetzt gehen wir mal davor, damit ich euch diese großen nochmal zeigen kann. Man muss hier nur höllisch aufpassen, da drunter ist wieder der nächste. Der ist zwar nochmal deutlich kleiner als die da vorne, aber so wunderschöne Exemplare, Wahnsinn! Ja, und es sind auch wieder Eschen, die hier direkt am Wegesrand stehen. Wahnsinn! Also über so einen Fund, da kann man sich schon mal freuen. Ja, und da werde ich jetzt auch 3, 4, 5 Stück von den größeren mitnehmen, weil das so viele sind, das schadet der Population hier überhaupt nicht. Ist das Wahnsinn.
Ja, und diesen einen größten Morchelbecherling habe ich jetzt doch noch auch mal rausgenommen. Schaut euch dieses Teil von Morchelbecherling an. Ich nehme den mal hoch, damit man den im Vergleich zu meiner Hand anschauen kann. Ist das nicht absolut gigantisch, was für ein Riese das ist? Einfach nur wunderschön. Gigantisch. Ja, und auch wenn man gar nicht aufhören will, wenn man so schöne Funde machen kann und das bei einer Habitatserkundung. Also das mit den Morchelbecherlingen jetzt, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja, und ich meine, jetzt haben wir ein mega Morchelbecherlingshabitat entdeckt. Zwei Speisemorchelhabitate. Ja, und am Anfang auch noch den schuppigen Stielporling, den wir dieses Jahr nicht hatten. Also das nenne ich doch mal wirklich eine erfolgreiche Habitatserkundung. Ja, ich werde es langsam gut sein lassen, gehe noch gemütlich zurück zum Auto. Das werden aber sicherlich noch mal 3-4 Kilometer sein. Weiß gar nicht, wie weit ich bis jetzt gelaufen bin, aber war sicherlich ein paar Stunden unterwegs. Aber hat sich auf alle Fälle gelohnt, war eine wunderschöne Tour. Ich bedanke mich wieder bei jedem, der bis zum Ende dabei geblieben ist. Ja, und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!